Hallo Freunde, willkommen zurück zu Led Rosella. A Link to the Past. Da klopft es hier nebenan, weil meine linke Seite steht auf und stürmt raus. Guter Auftakt für diese Aufnahme. Ach Leute, ich habe lange nichts mehr gemacht, ne? Das tut mir auch sehr leid, aber ich bin im Moment echt sehr spielunlustig. Guckt mal, das wollte ich jetzt eben nochmal schnell erledigen hier. Das wusste ich noch, dass hier noch ein Secret ist. Achso, ich muss da, glaube ich... Rems! Das wollte ich mir eben noch holen. So, jetzt geht's erstmal weiter. Ich bin echt aufnahmeunlustig im Moment. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wie gesagt, es ist ja nur... Oh, der Zauberumhang. Geil. Jetzt kann ich mich unsichtbar machen und über Stacheln laufen. Ist ja nur ein Hobbykanal und ich hoffe, ich habe Verständnis dafür, dass ich hier... also ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt. Ich verdiene ehrlich gesagt keinen einzigen Cent mit diesem Kanal. Ich mache das alles nur, weil ich Spaß dran habe. Das ist alles. Mit euch zu quatschen und der ganze Lanz. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Legend of Zelda Link to the Past. Und zwar haben wir heute Folgendes vor. Der Last Voodoo Man hat es in den Kommentaren unter dem letzten Video schon gefragt, wann will ich denn meine Rüstung verbessern? Das will ich jetzt machen, denn die nächste Rüstung kommt im nächsten Dungeon, in den wir rein wollen. Und da werde ich mich jetzt mal mit dem Vögelchen hinporten. Tschüss, du blöder roter Soldat. Das ist hier unten, da gehe ich mal hin zur 8. So, denn hier bei der 8 gibt es einen Teleporter. Meine liebe linke Seite hat Isaac übrigens für sich entdeckt. Das will ich euch gerade mal so erzählen. Und die suchtet dieses Spiel. Auch einer der Gründe, warum ich nichts aufgenommen habe. Ihr könnt sie also gerne beschuldigen. Denn sie hat meinen Rechner blockiert. Aber jetzt haben wir ihre eigene Version von Isaac gekauft. Aber mit der sie jetzt wild vor sich hin am Spielen ist. Halt, habe ich Heilzeug? Zwei Feen, das müsste reichen. Und jetzt spielt sie hier und ist ganz aufgeregt links neben mir, weil sie tolle Sachen bekommt und so. Ihr wisst ja, wie das ist mit Isaac. Falls ihr Isaac kennt. Ich weiß nicht, ob ihr Isaac kennt. Ich habe ja auch schon zweimal auf meinem Kanal Isaac-Folgen hochgeladen. Ich werde bestimmt noch ein paar machen, weil ich selbst suchte Isaac auch ganz enorm. Feuerdämonen, die man besiegen kann. Eisdämonen, die man besiegen kann mit Feuer. Sehr geil. So. Vater, die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies schützen. Danke, Sasra. Halla, da Hasalaba. Stirb! Oh, das war geil. Das war ein sogenannter Damage Boost. So. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen. In den Eistempel erinnere ich mich mit Schrecken dran. Denn ich glaube, der war echt schwer. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Warum juckt denn mein Kopf so verdammt nochmal, Leute? Könnt ihr doch nicht machen. So, hier gibt es ein kleines Schieberätsel. Hier waren diese Pinguinviecher. Ich schlag mich ja schon wieder richtig prächtig. Ich bin tot. Aber ich habe Feen. Warum lachst du jetzt, du Arschloch? Das ist, wenn man eine Aufnahme anfängt und direkt in einen Dungeon geht. Das hat man davon. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Warum reagiert denn dieser... Ich habe das Spiel gerade beendet, ja. Ich werde mir erst noch Feen holen. Das wird so nichts. Wo komme ich eigentlich raus, wenn ich hier den Spiegel benutze? Oder? Nee, ich hole mir keine Feen. Ich bleibe bei der einen Fee und hole mir lieber ein Heilelixier. Genau in der Tür bin ich gespawnt. Das ist ja sehr, sehr, sehr gut. Bob. Aber ich schneide es nicht raus. Das müsste jetzt alles ertragen. Wenn mein Gefäller auf den Sack geht, der soll... Das darf doch nicht wahr sein. Der soll einfach vorspulen. Ihr seht ja dann, wann ich wieder im Eispalast bin. Es gibt übrigens noch ein sehr schönes Secret hier. Ich glaube, wenn man 12 Räume am Stück in einer bestimmten Uhrzeit durchläuft und dann in den Busch reinhüpft am Schloss, wo wir ganz zu Beginn unserer Reise waren, dann öffnet sich ein Secret Room.
Das gibt's doch nicht. Ich spiele wie der letzte Horst hier. Das kann doch alles nicht wahr sein. Warum ist das jetzt so? Ich hole mir jetzt Heiltränke. Von der ollen Bitch, Witch. Die wohnt... hier oben. Tut die Wohnen tun. Fast einen Pfeil im Pöter stecken gehabt. Ich möchte keinen Pfeil im Pöter stecken haben. Ja, ich weiß. Schlag den nicht mit dem Schwert, du Trottel. Ich, siehste, ich... Oh, der Duft vom Pfeil, gib mir den Pilz. Ich habe immer noch den Pilz, ne? Ich wollte mir doch eigentlich hier... Da bekomme ich etwas Gutes. Genau, ich erinnere mich daran, dass wir hier ein Pulver bekommen. Der rote Trank, bla bla bla. So, rot gratis, das ist gut. Oder, nee, ich hole mir gleich blaue Tränke, weil die füllen meinen Mana auch noch auf. Ich brauche ja da drin Feuer und so ein Zeug. Eine Flasche fehlt uns auch noch, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die herbekomme. So, jetzt haben wir eine Fee und zwei blaue Tränke. Eine Flasche fehlt noch. Da muss ich nochmal gucken. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich einen 100% Run machen möchte. Hihihi, danke, junger Mann. Vielleicht, wenn ich aus dem Bild gehe und dann nochmal zu ihr? Wie war denn das damals? Das leckt übrigens schon wieder, dieser bescheuerte Emulator. Ich weiß nicht, warum das so ist. Normalerweise bekomme ich nämlich von der Hexe ein Pulver. Aber scheinbar, da ist es. Yes. Das Zauberpulver. Streue es auf Dinge. Da kriegen wir nämlich tolle Sachen, wenn wir das streuen. Und das kann sehr nützlich werden. Ich will die Flöte. Und jetzt gehen wir nochmal zum Tempel. Und jetzt machen wir das Ganze richtig. Das neue Schwert haben wir schon mal. Das heißt, die Gegner brauchen nicht mehr so viele Treffer. Das ist schon mal gut. Ist das überhaupt der nächste Dungeon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, das ist der nächste. Der vorletzte ist dann der in der Wüste in der Schattenwelt. Und der letzte ist dann oben auf dem Berg. Also die letzten beiden eigentlich. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es ja damit nicht getan, dass wir die 7 Nachfahren der Weisen retten. Wir müssen ja dann auch irgendwie die Welt noch ein bisschen retten. So, jetzt rein hier. Jetzt Feuerstab. Ich mag diese Eisphysik in diesem Dungeon übrigens. Habt ihr gesehen, der hat mir 4 Herzen abgezogen. Also es wird echt Zeit, dass wir den Schatz dieses Dungeons hier bekommen. Denn der wird uns helfen, und zwar sehr. Stirb mal. Komm. Ich will euer Stuff. Boop. So, jetzt nochmal die Pinguine hier unten. Ja, so ist besser. Bisschen Button mashen. Okay. Okay. Stirb, Pinguin. Das haben wir gebraucht. Dafür habe ich den Ranz hier gemacht. Also es ist sehr schwierig hier... Boah, das ist der Kompass. Nur der Kompass? Ernsthaft? Dafür habe ich mich jetzt hier gequält, habe resettet und Zeug gekauft? Für einen Kompass? Nicht euer Ernst, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Blick. Mann, ey, so ein... Ganz große Gemeinheit. Guckt euch das an hier. Ich spiele echt wie der Horst vom Horst. Wo auch immer das liegt. So, komm her. Auf die da kann man das Pulver zum Beispiel sehr schön draufstreuen. Da gibt es, glaube ich, Feen. Das probieren wir gleich mal aus. So, pass mal auf. Da habt ihr gesehen, da kam eine Fee raus. Sehr, sehr geil. Hasi-Maker. Ich will nicht Hasi sein. Hasi sein ist doof. Hier komme ich nicht weiter. Müssen wir auf der anderen Seite. So. Okay, den Teil haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Gut, dass ich das Zauberpulver geholt habe. So haben wir jetzt den Schaden etwas ausgleichen können, den ich hier wegen meiner
dämlichen Dämlichkeit kassiert habe. Okay, jetzt Obacht hier mit den Viechern. Wir machen das ganz smooth. Wie so ein paar Fonsies. Nein, die sind nicht smooth, die sind cool. Au. Au. So, pass mal auf. Das machen wir jetzt. Ich hasse dich. Okay, bis jetzt ganz gut. So, so. Und du noch. Sehr gut. Puh. So, jetzt pass auf. Wir müssen das wie folgt machen. Wir legen hier eine Bombe. Dann legen wir hier eine Bombe. Und haben es verkackt. Ich wollte eigentlich... Ich muss... Ja, genau. Ich weiß schon. Ich weiß, jetzt geht's ja nicht mehr. Ach, fuck. Wenn ich die hier hinlege, geht das dann? Ja. Gut, ich brauche nämlich unten den blauen Schalter gedrückt. Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß, hier kommen Starforces runter. Da können wir mit Bomben... Können wir uns denen entledigen. So, jawohl. Das haben wir sehr gut gemacht. Hier will ich jetzt nicht aufsprengen. Ich glaube, das ist kein Weg, den wir jetzt gehen möchten. Oh Gott. Das ist auch kein Weg, den ich gehen möchte. Aber ich muss. Okay, es wäre sogar egal gewesen. Ich hätte hier auch... Ich habe keinen Schlüssel. Ich hätte hier auch den Switch switchen können. Aber ich glaube, ich brauche ihn, wie gesagt, auf blau. Ihr seht, das beeinflusst die Richtung, in der dieses Fließband fließt. Oder wechselt das automatisch? Ah, egal. Komm, komm, komm. Wir schaffen das. Nee, wir brauchen... Oder? Warte mal, war das so ein Speedrun-Taktik-Ding hier, wo man da rüberspringen kann? Nee, war das, glaube ich, nicht. Okay, okay, okay. Pass auf. Ich kann mich nicht an alles erinnern, was hier sinnvoll getan werden kann, um einen Dungeon vernünftig zu schaffen. Aber wir machen das jetzt mal so. Das geht bestimmt irgendwie, dass man da durchkommt. Oh, da trifft mich dieses dumme Ding. Heb das doch hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, bin ich denn bescheuert heute? Ich glaube, es ist kein guter Tag zum Aufnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie spiele ich denn? Leute, habt Mitleid mit mir. Jetzt. So. Jetzt ganz ruhig. Da geht nur die Tür zurück auf. Die will ich nicht aufmachen. Wir brauchen ja den großen Schlüssel jetzt irgendwie, ne? Oh mein Gott. So. Okay, okay, okay. Ganz entspannt. Wir haben eine Fee, wir haben Tränke, wo ich gleich einen von nehmen werde. Dafür werde ich aber vorher erstmal ein bisschen den Feuerstab verschwenden. Schlüssel haben wir keinen. Ich glaube hier vielleicht, weiß nicht. Ist das richtig? Wofür ist dieser eine Block hier? Schaffe ich das? Ja. Kann ihn nicht verschieben. Na gut. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier runter. Okay, du stirbst. Du bist auch noch lebendig, oder? Ja. Okay. Oh, Schatztruhe. Sehr gut. Bombies. Ah, ob wir die hier gleich brauchen? Ich lege mal hier einfach eine. Da auch noch. Da geht's auch runter. Ich glaube aber, da kommen wir zur Schatztruhe. Kann das sein? Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab den großen Schlüssel ja noch nicht. Wir hätten oben lang gehen müssen. Fuck. Fuck die Fuck, Fuck, Fuck. Da ist die große Schlüsseltür. Bupp. Ah, ich hab gar keinen Feuerstab ausgerüstet. Scheiße. So geht's natürlich auch. Da in der Mitte könnten wir runterspringen. Ich glaube, da geht es dann zum Final Boss.
So, komm mal her. Das kann alles nicht wahr sein. Ich will doch nur dieses dumme... Bleib einfach ganz ruhig. So. Dankeschön. Hier geht's. Geht's hier nicht weiter? Doch, da unten. Die Frage ist nur, wie und wo. Ganz ruhig. Diese Eisphysik ist echt richtig zum Kotzen. Ah ja, so geht's weiter. Okay, den haben wir erwischt. Sehr gut. Der kommt nicht raus. Das heißt, wir können hier ganz normal uns das Herzchen einsammeln. Sehr schön. Sau schwer mit dem Eis. Guckt euch das an. Boah, das war professionell und gut. Jetzt habe ich aber gleich keine Magie mehr. Und will gerne den blauen Trank jetzt nicht einsetzen. Weil ich gerade volle Herzen habe. Soll ich ein bisschen vorsichtig sein. Nehme ich mal Pfeil und Bogen. Genau, das ist gut. Pfeil und Bogen ist... Das ist gut. Ist gut. Haben wir haben sogar zwei kleine Schlüssel. Ein Hasi-Maker. Wir killen mal hier alles. Um zu gucken, ob ich einen Schlüssel bekomme. So. Das darf nicht wahr sein. Ich bekomme nichts. Für zwei Schüsse aus dem Feuerding. Aus einer grünen Münze. Na egal. Wir haben eine Tür geöffnet und das ist erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Sehr gut. Gerade der gibt mir jetzt natürlich nichts. Mist. Okay, der gibt mir auch nichts. Weil die oben, die haben mir ja alle grünes Elixier gegeben, was ich im Moment eigentlich auch ganz gut brauchen könnte. Was steht hier? Vater, geh sparsam mit deiner Zauberkraft um, solange du kein Zauberelixier besitzt. Danke für den Tipp, Opa. Okay. Enterhaken-Action, wie es aussieht. Smut. Stirb. Und weiter geht's. Wo sind wir denn hier zum Teufel? Uiuiui, das war eine enge Sache. Eieiei. Okay, wo komme ich an den großen Schlüssel ran? This is the question I want to ask you. Ich glaube hier rechts. Das ist eigentlich ganz nett mit den... Oh, aber wenn ich das jetzt mache, komme ich nicht mehr hierher zurück. Also, ach doch, ich habe den Umhang, aber keine Magie. Warte mal. Ein bisschen Magie. Das ist eine Fake-Wand. Ich gehe mal erstmal hier hoch. Guck mal, hier brauchen wir... Bomben. Noch einer? Nee. Hier brauchen wir den Hammer. Hier werden aber schon alle Register gezogen in dem kleinen Tempelchen hier, du mein lieber Herr Gesangsverein. Hasi-Maker wollen wir nicht. So. So, mal gucken, was es hier drin gibt. Stirb mal. Kann ich den auch? Nee. So. Ich hätte gerne hier, boah, wie viele geheime Truhen, das ist voll gemein. Mal an der Nase ziehen hier, an der Zunge. Ah, okay. Ich verstehe. Und die Karte von Dungeon, das ist gut. Auch wenn ich wieder, wie in allen anderen Dungeon bisher, auch nicht reingucken werde, höchstwahrscheinlich. Die Schatztruhe unten, die... Ah, guck mal hier, jetzt sind wir zu einem Schatz gekommen, der in dem Raum war, wo wir schon mal waren. Das ist ja wunderschön. Zack. Ach, Gott sei Dank. Und da wir wissen, wo der... Schatz ist, werde ich mich gleich sehr freuen über das, was dort drinnen ist. Zieh an der Zunge, Link, du alter Stinkebär. Da, 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 da.
Puh, so. So, hier nehmen wir uns das und jetzt brauchen wir Mr. Enterhagen und ziehen uns wieder rüber. Pfui. Tüdelüdü. Drei Schlüssel haben wir im Sack, das ist gut. So, hier kommen wir raus. Das ist ja herzallerliebst. Wenn der... Ah ja, okay. Nee, jetzt können wir ja den Schatz holen. Was ist denn dann da oben? Das möchte ich jetzt aber wissen. Eine Falle. Eine böse Falle. Mist, die Kack. Ach, hier sind wir, okay. Jetzt muss ich wieder hoch, ne? Weil hier... Oder ging es hier links zum Schatz? Leute, ich bin... total verwirrt. Au. Ha! Dieses Eis! Ah! Ich hoffe, das ist jetzt hier... Oh, der ist aber mächtig. Oh, sehr gut. Der ist aber mächtig, der Enderhaken. Habt ihr das gesehen? Ein One-Hit-Kill. So, pass auf. Hier ziehen wir uns rüber, genau, weil wir klug sind. K-L-U-K. Dann schießen wir klassisch vorbei an diesen Eisdämonen. Lassen uns treffen. Zweimal. Ja, das klingt alles nach einem sehr guten Plan, wie ich finde. So, Bomben. Haben wir noch welche? Wir haben noch 14 Stück. Und jetzt holen wir uns endlich den Schatz. Ach, ich bin so froh. Die rote Rüstung, nein, die blaue, Entschuldigung. Die blaue Rüstung. Damit machen die gegnerische Angriffe weniger aus. Ist das nicht schon die letzte Rüstung? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ist die rote Rüstung nicht eigentlich die zweite? Ich bin unsicher. Wenn es so ist... Wow. Hup. Dann ist das gut. Was da unten wäre, interessiert mich ja auch schon noch. So, pass mal auf. Sterbt. Meine liebe linke Seite richtet sich, glaube ich, gerade darauf ein, gleichzeitig Isaac zu spielen und Fernsehen zu gucken. Bitte? Der ist zu dunkel. Ich habe dir doch gesagt, dass der Bildschirm zu dunkel ist. Ja, dann ist er falsch eingerichtet. Ja, aber... irgendwie muss man doch den Bildschirm einrichten können. Alles komisch hier. Eine Fee. Danke, Fee. So, Enterhaken. Der war ja recht mächtig, haben wir eben gesehen. Wenn man trifft. Wenn man trifft. Wenn man... Blödes Vieh versteckt sich in der Wand. Stirb. Keiner mag dich. Ein Schalter? Einen Schlüssel haben wir noch. Ah, okay. Da komme ich gar nicht weiter. Warum komme ich denn da nicht weiter? Das war blöde jetzt. Kann ich da was... Ich habe das doch noch gar nicht, was ich brauche, oder? Nee, ich habe das Ding noch nicht. Das ist jetzt aber verzwickt. Bin ich dann doch in den falschen Dungeon gekommen? Zuerst? Ich bin etwas verwirrt. Wir gucken gleich nochmal. Wir gucken nochmal. Alles gut. Gibt's hier was? Nein, hier gibt's nichts. Ich hab das Ding noch nicht. Ernsthaft jetzt? Kann ich den da drauf schieben? Nö. Ich bin... Das ist scheiße. Okay, hab ich's doch tatsächlich verkackt. Ja, passt mal auf, wir machen mal Folgendes.